Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute zum zweiten Advent habe ich ein paar rohköstliche weihnachtliche Inspirationen für euch. Und zwar drei Stück an der Zahl. Vor über 20 Jahren habe ich begonnen, in der Küche mit veganen Weihnachtsrezepten zu experimentieren. Das habe ich einige Jahre lang getan. Und seit 2013 bereite ich gern in der Küche, in der Vorweihnachtszeit, roh vegane weihnachtliche Leckereien zu. Und heute möchte ich euch drei davon vorstellen. Ich starte mit einem Lebkuchenrezept bzw. einer Lebkucheninspiration. Für viele Menschen gehört ja zu Weihnachten der Lebkuchen. Das ist so ein traditionelles Weihnachtsgebäck. Ich habe dazu eine rohvegane Variante. Dazu habe ich auch schon vor 2, 3 Jahren ein Video veröffentlicht. Und die Hauptzutaten für diesen Lebkuchen sind Roggensprossen und als Süßungsmittel verwende ich Datteln. Und für dieses Rezept verwende ich etwas mehr Datteln als Roggensprossen. Ich werde euch das Rezeptvideo dazu oben in den Infokarten verlinken, beziehungsweise den Blogartikel unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Dieses Lebkuchenrezept ist nicht glutenfrei, da sich das komplette Gluten in den Roggensprossen nach 1, 2 Tagen noch nicht abgebaut hat, aber es ist eine wunderbare, leckere Variante zu den herkömmlichen Lebkuchen, die man so im Supermarkt kaufen kann. Für diese Lebkuchen wird ja oft Weizenmehl verwendet und als Süßungsmittel ganz normal Zucker oder Glukosesirup oder Invertzuckersirup. Und für diese Lebkuchen verwende ich ganz einfach ein natürliches Süßungsmittel und das sind Datteln. Für diese Lebkuchen benötigen wir wirklich nur wenige Zutaten, Möhrentraster oder geraspelte Möhre, etwas Kakaopulver, natürlich Lebkuchengewürz und ich verwende dann noch ein bisschen Kokosmehl, einfach auch um die Lebkuchen oder die Rollen für die Lebkuchen dann zu formen. Dann lasse ich diese Rollen über Nacht kühlen, schneide diese in Scheiben und dann dürre ich die Lebkuchen ein paar Stunden, glasiere sie mit Schokolade und dann habe ich wirklich wunderbare, gesunde, leckere Lebkuchen für die Weihnachtszeit. Als zweites habe ich für euch Spitzbuben als weihnachtliches Rezept bzw. als weihnachtliche Inspiration. Die Hauptzutaten dafür sind Mandeln und getrocknete Buchweizensprossen. Letzteres stelle ich auch selber her. Ich lasse einfach eine große Menge an Buchweizensprossen keimen, nur ganz kurz, 1 bis 2 Tage. Die dürre ich dann wieder trocken. Dann habe ich so große Vorratsgläser und dort kann ich sie einfach ganz gut lagern. Und wenn ich dann Buchweizenmehl aus gekeimten Buchweizensprossen benötige, dann mahle ich einfach dann einen gewissen Teil der Buchweizensprossen fein als Mehl und kann sie dann eben für die Weihnachtsbäckerei, die rohvegane Weihnachtsbäckerei, verwenden. Als Süßungsmittel verwende ich Datteln, dann kommen noch Zutaten dazu, wie ein bisschen Vanille, abgeriebene Zitronenschale, Kokosmehl, eine Prise Salz und Wasser. Dann kann man einen wunderbaren Plätzchenteig herstellen und mit 2 Formen. Ich habe dann so gewisse Formen, eine Kreisform und eine Herzchenform. Und da kann man so typische Formen ausstechen. Und diese Plätzchen dürre ich dann auch wieder etwas an, dass sie ein bisschen so einen Kekscharakter haben. Und dann mache ich einfach eine Marmelade selber aus aufgetauten Bio-Erdbeeren. Da kommt noch ein bisschen Chiasamen dazu und Datteln. Und dann kann man ganz, ganz leckere, fantastische Spitzbuben herstellen, die wirklich ein wunderbares Aroma haben. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Dieses Rezept ist auch glutenfrei. Buchweizen enthält kein Gluten, das gehört zu den glutenfreien Getreidesorten. Zum Spitzbubenrezept gibt es auch schon ein Video, das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und es gibt zu diesem Spitzbubenrezept auch einen Blogartikel, den findet ihr auch unter diesem Video. Als drittes habe ich für euch auch eine wunderbare Leckerei, und zwar eine Art Schokoknusper auf weihnachtlich gemacht. Dafür verwende ich Mandeln, Walnüsse, auch wieder getrocknete Buchweizensprossen und geschälte Hanfsamen. Und damit das Ganze so ein bisschen weihnachtlichen Charakter bekommt, gebe ich dazu noch getrocknete Orangenschalen, etwas Zimt und Lebkuchengewürz. Dann bereite ich aus Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver und im Süßungsmittel, meist verwende ich Jackonsirup oder Dattelsirup, eine Art Schokolade und gebe diese Schokolade zu dieser Nuss, Getreide, Hanfsamenmischung. Vermische das Ganze und setze von dieser Masse kleine Häufchen auf Backpapier, lasse das Ganze erkalten und dann hat man ein fantastisches weihnachtliches Schokoknusper. Das ist wirklich sehr, sehr lecker und eine sehr gesunde Alternative im Gegensatz zum
konventionellen Schokoknusper. Da gibt es ja auch ein ähnliches konventionelles Gegenstück dazu, was aber nicht annähernd so gesund ist wie diese Variante, die ich euch hier in diesem Video vorgestellt habe. Im Gegensatz zu den Spitzbuben und den Lebkuchen müssen die Schokoknusper bei der Zubereitung nicht gedörrt werden. Allerdings benötige ich für einige der einzelnen Zutaten für dieses Schokoknusper ein Dörrgerät. Für die Schokoknusper benötige ich, wie für die Spitzbuben, getrocknete Buchweizensprossen und für die Herstellung dieser benötige ich ein Dörrgerät. Für die Schokoknusper verwende ich entweder Mandeln oder Walnüsse oder auch eine Mischung aus beiden. Und diese Nüsse bzw. die Mandeln aktiviere ich. Also ich weiche Mandeln und Walnüsse ca. 20 bis 24 Stunden ein und dörre sie dann wieder trocken. Das hat den Vorteil, dass Enzyminhibitoren, die die Verdauung erschweren können, abgebaut werden. Ich bereite von diesen aktivierten Mandeln oder Walnüssen oder generell Nüssen immer eine größere Menge zu. So habe ich dann auch immer gut verdauliche Mandeln und Walnüsse als Vorrat. Zu diesem Rezept gibt es auch schon ein Video und einen Blogartikel. Das Video findet ihr oben in den Infokarten und den Blogartikel verlinke ich euch unter diesem Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Alle drei Rezepte oder Inspirationen, die ich euch hier in diesem Video vorgestellt habe, findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Neben diesen drei weihnachtlichen Rezepten findet ihr dort auch noch andere weihnachtliche Rezepte, die auch ganz gut jetzt hier in diese Zeit, in diese Vorweihnachtszeit passen. Neben diesen weihnachtlichen Rezepten gibt es natürlich noch eine Vielzahl anderer Rezepte, die man eben das ganze Jahr über herstellen kann, wie zum Beispiel Pizza, Frikadellen, Gemüseschips, vor allem Würsingchips, Gemüsespieße, also ganz viele Rezepte, für die man ein Dörrgerät braucht, die auch ein bisschen dichter sind, die sich aber auch gut zum Beispiel für Potlucks oder Treffen mit Freunden eignen, die der Rohkost noch etwas abgeneigt sind. Da kann man wirklich mal ganz fantastische Rezepte herstellen, wo die Menschen kaum meinen, dass das wirklich Rohkost sein soll. In diesem E-Book findet ihr auch viele Inspirationen, wie ihr Obst und Gemüse trocknen bzw. haltbar machen könnt, zum Beispiel Selleriesalz, Zwiebelpulver, Gemüsebrühe, allerdings ist die dann nicht so löslich wie die gekaufte Gemüsebrühe. Oder einfach Bananenscheiben, Tomatenscheiben. Ich habe mir kürzlich auch wieder einiges an Tomaten getrocknet. Ich bestelle ja ab und zu in Andalusien bei Delicado 48 und da hatten wir ein paar kleine Tomaten übrig. Die habe ich dann auch im Dörrgerät getrocknet. Oder wie man Beeren trocknen kann, andere Früchte, Bananenscheiben, Apfel, Birne. Da gibt es viele Inspirationen und Tipps dazu, wie man eben Obst und Gemüse haltbar machen kann. Und nicht zu vergessen auch das Fruchtleder bzw. die Fruchtsnacks, wie man eben aus reifen Bananen und verschiedenen Früchten köstliche Leckereien vor allem auch für Kinder herstellen kann. Ein gesunder Gummibärchenersatz. Zum Dörren verwende ich zwei Dörrgeräte. Seit einigen Jahren nutze ich den RevoTry zum Dörren und seit letztem Jahr auch ein Dörrgerät aus Edelstahl, das Büso-Dörrgerät. Ich verlinke euch beide Dörrgeräte auch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Mein E-Book findet ihr auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben die hier gezeigten Inspirationen gefallen. Lasst mir gerne dazu ein Feedback unter diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen zweiten Advent, beziehungsweise je nachdem, wann ihr dieses Video seht, einen wundervollen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.